Hallo! Inzwischen ist es wahrscheinlich hinlänglich bekannt, dass man mit YouTube auch Geld verdienen kann. Eventuell je nachdem. Ich habe mir mal so ein ganz paar Notizen dazu gemacht, was ich euch dazu sagen möchte und wie das bei mir so war oder ist mit dem Geldverdienen auf YouTube. Ich habe angefangen 2011 mit YouTube-Videos. Die ersten waren die Glasperlen-Tutorials, die ich gemacht habe. Und da hatte das mit Geldverdienen überhaupt nichts zu tun, weil man erst ab einer bestimmten, ich weiß es gar nicht mehr, Videozahl oder Abonnentenzahl oder wie auch immer, sich überhaupt für dieses Google-Partnerprogramm, so wie es damals hieß, anmelden konnte. Man konnte sowieso erstmal nur unter 15 Minuten Videos machen. Und dann, ich glaube, es war eine gewisse Anzahl, die man haben musste, um sich dann dort anzumelden. Das habe ich dann auch irgendwann, nachdem ich das dann gecheckt habe, auch irgendwann gemacht und habe gedacht, ach, naja, mal gucken, was passiert, dass da keine Riesensummen zusammenkommen würden. Das war mir klar. Aber warum soll man dann nicht ein paar Cent mitnehmen, wenn man die sozusagen für seine Arbeit kriegen kann? Also meldet man sich eben an. Wäre auch echt dumm, wenn nicht, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt so aktuell funktioniert. Ich meine, dass man auch anfangs schon längere Videos hochladen kann, wenn man einen Kanal gerade frisch gegründet hat sozusagen. Und ich glaube, man kann sich auch von dem ersten Video an für die Monetarisierung entscheiden. Monetarisierung bedeutet, dass man YouTube gestattet, vor, nach, während, wie auch immer, dem Video Werbung zu schalten. Wie das dann genau vonstatten geht und was man da einstellen kann, muss man sich in der YouTube-Hilfe selber genauer überlegen, wie man das dann haben möchte. Aber Monetarisierung heißt, es wird Werbung geschaltet. Damit dann diese Werbeeinnahmen auch auf das persönliche Konto fließen können, braucht man bei Google auch noch ein AdSense-Konto. Über dieses AdSense-Konto werden sozusagen alle Werbeeinnahmen auf sämtlichen Plattformen wie Blogs oder ich weiß gar nicht, wo man das noch überall machen kann. Und YouTube sozusagen, alles wird über dieses AdSense-Konto zusammengemischt und dann ausgezahlt. Wobei man jetzt nicht glauben darf, ich mache jetzt einen neuen YouTube-Kanal, lade da jetzt 5 Videos hoch und nächsten ersten habe ich fett Kohle auf dem Konto. Nur, das wird nicht funktionieren. Es gibt nämlich erstmal sind die Beträge sehr winzig und dann gibt es eine Auszahlungsschwelle, die bei 70 € liegt. Also alles, was unter 70 € generiert wird, wird immer auf den nächsten Monat weiter fortgeschrieben, bis die 70 € überschritten sind. Und dann kriegt man einen unglaublich warmen Geldregen von 70,23 € oder so ähnlich auf sein Konto. Ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, das ist schon schön. Man freut sich dann, wenn man denkt, oh cool, 70 €, wow. Ne? Ich meine, es ist immerhin Geld, ne? Also das ist schon schön, das will ich jetzt gar nicht schlecht machen. Und es ist auch so, dass ich diese Schwelle der 70 € inzwischen ein paar Mal überschritten habe, nicht sehr oft. Was muss man denn jetzt tun, um mit YouTube Geld zu verdienen? Ja, naja, Videos hochladen. Ganz einfach. Die Anzahl der Videos spielt natürlich eine Rolle bei dem, was man dann verdient. Je mehr Videos, je mehr werden die natürlich angeguckt. Also wie gesagt, ich habe halt ungefähr 200 Videos so als runde Summe und ungefähr 350.000 Klicks. Hört sich ja auch schon mal viel an, ne? Das ist aber, glaube ich, auch nicht unbedingt das Entscheidende, um mit YouTube Geld zu verdienen. Natürlich ist es ja nicht unwichtig, dass die Videos auch geklickt werden, aber ich glaube, die Anzahl ist nicht so entscheidend. Dann habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich schon 2000 Abonnenten habe, wenn dieses Video online sein wird. Kann aber passieren. Also ungefähr 2000 Abonnenten, das ist das, worüber ich mich am meisten freue, dass jemand meinen Kanal findet und denkt, boah, die finde ich ja cool, da klicke ich mal auf Abonnieren. Wenn man es dann nach 3 Wochen scheiße findet, kann man es ja wieder deabonnieren, das ist überhaupt gar kein Thema. Aber da freue ich mich drüber. Noch mehr freue ich mich natürlich über Kommentare oder über den Austausch irgendwie mit den Zuschauern. Aber das zählt fürs Geldverdienen alles nichts. Also zumindest soweit ich weiß. Also Abonnenten sind schön, ja, da freue ich mich drüber. Und Kommentare sind schön, aber das nützt nichts fürs Geldverdienen. Also wenn ihr mir Kommentare schreibt und nicht wollt, dass ich was verdiene, ist das in Ordnung. Was schon eher entscheidend ist, ist die Dauer, wie lange die Videos geguckt werden.
Watchtime nennt man das, also wenn so ein Video 15 Minuten lang ist und der Zuschauer guckt es auch 15 Minuten bis zum Ende durch, dann geht YouTube davon aus, dass es wohl ein gutes Video sein muss. Vermutlich, sonst wäre ja der Zuschauer keine 15 Minuten dran geblieben. Die meisten Leute gucken die Videos sowieso nicht bis zum Ende. Ich mache das ja auch häufig nicht. Ich mache das nur bei meinen allerliebsten Lieblings-YouTubern, dass ich wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde mir das angucke. In der Regel, die meisten machen das aber nicht, was auch völlig in Ordnung ist. Aber diese Watchtime ist schon entscheidend dafür, wie viel ein YouTuber verdient. Das ist halt dieser YouTube-Algorithmus, den keiner so wirklich genau kennt, wo auch wohl von YouTube immer mal wieder so ein bisschen dran rumgeschraubt wird, um da irgendwie was zu ändern. Das ist auch völlig in Ordnung. Also YouTube will mit ihrer Plattform auch nur Geld verdienen. Aus lauter Spaß an der Freude machen die das auch nicht. Und irgendwie wird das halt immer mal wieder geändert. Ist aber auch okay. Wie gesagt, der Hauptgrund, um YouTube zu machen, ist definitiv nicht Geld verdienen. Also nicht in der Größenordnung, in der ich und wahrscheinlich mehrere Millionen andere YouTuber sich sozusagen befinden. Es gibt natürlich die mit den über Millionen Abonnenten, die auch davon leben können, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, nur YouTube zu machen. Klar, das gibt es, aber das sind sicher die wenigsten. Die meisten werden, so wie ich, so ein bisschen gemütlich dahin dümpeln und hier und da mal einen kleinen Euro einnehmen. So, und jetzt kommen wir noch mal zu den knallharten Fakten. Wie viel verdient man denn an so einem Video? Dann müssen wir das Video erstmal auseinandernehmen. Wie funktioniert das überhaupt? Was macht man denn überhaupt? Ich habe mir dann, wie gesagt, hier mal so kleine Notizen gemacht. Also, wir gehen immer mal von einem Video von 15 Minuten aus. Viele sind kürzer, manche sind länger. 15 Minuten könnte ein guter Mittelwert sein. Die Vorbereitung für so ein 15-Minuten-Video kann auch schon mal eine Stunde dauern. Stunde ist vielleicht hier und da ein bisschen hochgegriffen, aber oft ist es doch so, dass man sich, wie ich jetzt hier, Notizen macht. Dann muss man sich eine passende Kameraposition suchen. Wie mache ich es jetzt am besten? Eventuell muss man im Hintergrund noch ein bisschen was aufbauen und so. Also die Gedankenvorarbeit, die man ja auch noch hat, wie was für ein Video will ich denn überhaupt machen und wie will ich das strukturieren, gehört ja auch irgendwie dazu. Also sagen wir mal eine Stunde je Video. So, dann das Drehen. Wenn ich ein 15-Minuten-Video habe, habe ich mindestens 30 Minuten Drehmaterial. In der Regel. Also ich habe das jedenfalls. Also mehr als das Doppelte. Aber in der Regel ist es ja so, dass man was dreht, wie ich jetzt hier, irgendwie bla 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 bla, und dann feststellt, oh, das war jetzt, glaube ich, irgendwie doof, dann macht man Stopp und macht nochmal. Also die doppelte Zeit ist es auf jeden Fall. Also halbe Stunde je Video. Dann baut man vielleicht zwischendurch um. Bei so einem Video wie jetzt hier, wo man praktisch nur so in die Kamera spricht, da wird ja nicht viel umgebaut. Aber bei vielen anderen baut man zwischendurch die Kamera nochmal auf eine andere Position oder das Licht auf eine andere Position oder man zeigt nochmal zwischendurch was, also ne, was eingeblendet wird. Ich habe teilweise in letzter Zeit auch bei meinen Nail Art Videos zum Beispiel sogar zwei Kameras. Da muss man dann ja auch am Anfang mehr aufbauen, bis man dann soweit ist. Also Umbau je Video auch nochmal so grob eine halbe Stunde. Dann muss ich mir das Material ja hinterher ansehen. Wie gesagt, bei einem 15-Minuten-Video sind das ja mindestens 30 Minuten, nochmal eine halbe Stunde. Ich sehe es mir natürlich dann mindestens noch und nochmal an, auch zwischendurch, um zu gucken, ist denn das jetzt überhaupt was geworden, was ich da gemacht habe? Kann ich das überhaupt so verwenden? Also das ist mindestens nochmal eine halbe Stunde, um sich das Ganze dann ein zweites Mal anzusehen. Dann muss das ganze Video geschnitten werden. Bei dem, was ich jetzt hier gerade eben mache, wird das nicht so furchtbar aufwendig sein. Wobei, das habt ihr wahrscheinlich ja auch gemerkt, ich ja mehrere Schritte drin habe, weil ich immer gedacht habe, oh, jetzt muss ich noch mal kurz auf meinen Zettel gucken und dann schneidet man und muss das ja dann halt auch zusammenschieben oder wenn man zwei Kameraperspektiven hat, muss man ja mal gucken, welche Szene nehme ich aus der Kamera, welche Szene nehme ich aus der anderen Kamera. Wenn ich ein Video mache, wo ich verschiedene Einblendungen habe, das muss ich mir alles genau angucken und zueinander sortieren. Also so Videos schneiden, ich sag mal so 1 bis 3 Stunden mindestens. Für einige Videos, wie zum Beispiel das Capsule Wardrobe Video oder auch die Sommer-Vlogs im letzten Jahr, da habe ich teilweise länger als 3 Stunden dran geschnitten. Und auch meine Vlogs, die ich mache, die sind auch nicht in einer halben Stunde fertig. Man könnte meinen, man lädt die ganzen Clips mal eben tschuck, auf den Rechner rüber, pack, 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 nur alle schön hintereinander und fertig.
Nee, also ein bisschen schön möchte man es schon haben. Da schneidet man hier ein bisschen raus und macht da ein bisschen länger und da ein bisschen kürzer und so, ne? Das soll ja schon auch schön irgendwie harmonisch sein. Also, wenn ich jetzt 2 Stunden je Video fürs Schneiden anlege, dann im Durchschnitt ist das schon knapp gerechnet. So, dann das Video hochladen. Also es muss ja dann gerendert werden. Also es muss praktisch ja als Datei, als Filmdatei fertig gemacht werden. Und muss hochgeladen werden. Ich habe eine schnelle Internetverbindung und das Rendern sozusagen geht bei mir auch relativ schnell mit dem schicken Rechner. Da habe ich jetzt mal eine halbe Stunde veranschlagt, was auch eher knapp ist. Ich bin sicher, bei den meisten dauert das länger. Dann die Videobeschreibung, das ist also das, was in der Infobox immer drin steht. Und das Thumbnail, dafür habe ich jetzt mal eine halbe Stunde je Video so grob angesetzt. Für die Beschreibung brauche ich nicht mehr so lange, weil ich das alles schon für mich so vorbereitet habe, dass ich viel mit Copy and Paste praktisch meine Texte reinkriege und so. Da bin ich schon ganz gut eigentlich. Und auch die Bearbeitung auf der YouTube-Seite, ne, mit den Anmerkungen, also mit der Endcard, die am Ende praktisch kommt, wo dann nochmal andere Videos eingeblendet sind, das muss man ja auch machen. Muss ich überlegen, was will ich da reinhaben? Und man muss es dann auch machen. Wie gesagt, da bin ich relativ schnell. Dafür bin ich beim Thumbnail teilweise etwas langsamer, weil ich mir dann. Ich glaube schon, dass ich das ganz gut mache, aber so richtig gut auch nicht. Also eine halbe Stunde für beides ist verdammt knapp gerechnet. So, dann haben wir nochmal Beantworten der Kommentare. Da habe ich jetzt mal eine Viertelstunde veranlagt. Bei manchen Videos ist es weniger, bei manchen mehr. Das wird ungefähr ganz gut hinkommen. Ich habe jetzt hier auf meine Gesamtstunden nochmal ein paar draufgerechnet für Videos, die wirklich sehr aufwendig waren, wo ich wesentlich länger gebraucht habe, damit es auch so ungefähr hinkommt irgendwie, ne? So, dann habe ich eine gewisse Anzahl Stunden dabei rausbekommen, die ich an den Videos gearbeitet habe. Und ich sage euch, das ist tatsächlich eher knapp berechnet. Wenn ich das mal umrechne auf die Jahre und die Wochen und so, es sind eigentlich eher mehr und habe meine Einnahmen dagegen gerechnet. Jetzt seid ihr wahrscheinlich schon sehr neugierig darauf zu erfahren, wie hoch denn nun der Stundenlohn eigentlich als YouTuber meiner Größenordnung so ist. Haltet euch fest, ein Wunder, dass ich noch nicht total reich bin. Es sind nämlich pro Stunde 25 Cent. Wisst ihr Bescheid? Also reich wird man damit nicht. Dann ist es ja auch noch so, dass man dann ja diese 70 Euro auch ja im Grunde genommen immer wieder investiert. Man kauft hier eine Kamerahalterung, man kauft ein Mikrofon, eine Lampe, dies und das und jenes. Und eigentlich sind die Einnahmen minus. Also, ja, wenn jetzt das Finanzamt noch kommt und meint, es möchte jetzt von den 70 Euro, die man da jetzt ein paar Mal gekriegt hat, noch was abhaben, ja, dann weißt du Bescheid, ne? Also, da bleibt dann gar nichts mehr übrig. Wie gesagt, ich glaube, das war auch der erste Satz dieses Videos. Wenn man mit YouTube anfängt, weil man Geld verdienen möchte, dann ist man irgendwie auf dem falschen Dampfer. Es kann sich sicherlich entwickeln, dass es irgendwie mal mehr wird mit mehr Zuschauern und die Videos mehr geguckt werden und so. Ja, das wäre ja auch schön. Ich würde mich da auch drüber freuen. Natürlich, klar. Aber sicher ist, es reicht vielleicht für ein Taschengeld. Aber mehr ist das wirklich nicht. Jo, vielleicht konnte ich da jetzt mal so ein bisschen aufklären. Es möchte auch keinen davon abhalten, selber YouTube-Videos zu machen. Überhaupt gar nicht. Macht das. Ich finde das immer toll. Besonders wenn auch ältere Frauen sich vor die Kamera setzen. Aber seid euch dessen bewusst, dass man das nicht zum Geldverdienen macht, sondern einfach, weil man vielleicht Mitteilungsdrang hat und anderen gerne was weitergeben möchte. Und mit dem Taschengeld, was man dann irgendwann dafür kriegt, vielleicht auch zufrieden ist. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.